Weg aus Österreich ab in den Süden. Entspannen oder auspowern in einer exotischen Destination. So stellen wir uns den Traumurlaub vor. Die Verunsicherung beim Buchen ist teuer, aber groß. Experten raten deshalb dazu, alles aus einem Guss zu nehmen. Mit Hotel und Flug und sonstigen Dingen, die man haben möchte, da ist man auf der sicheren Seite. Und da gibt es sehr gute Angebote, die der Unsicherheit der Kundinnen und Kunden, die wir alle verstehen, die auch jeder von uns für sich hat, Rechnung tragen. Stichwort Unsicherheit. Was tun, wenn man seine Reise nicht antreten kann oder will? Wegen Corona und der weltweiten Pandemie haben Reiseveranstalter eigene Stornopakete geschnürt. Man kann also Reisen buchen und kann beim einen Veranstalter zum Beispiel bis 14 Tage vorher ohne Angabe von Gründen stornieren. Ja, und was bei all diesen großen Reiseveranstaltern auch inkludiert ist, ist eine entsprechende Covid-Absicherung, und zwar versicherungsseitig. Also niemand will das und keiner glaubt es, aber sollte der Fall der Fälle eintreten und man selbst oder die Familie vor Ort Covid bekommen, dann ist man auch versicherungstechnisch, das ist nicht so einfach in einer Pandemie normalerweise, versicherungstechnisch abgesichert und bekommt die Heilungskosten, Covid-Tests, frühere Rückreisen für die Familie und so weiter und so fort. Auch Rücktransport, wenn er medizinisch angesagt ist, ersetzt. Damit will die Reisebranche wieder Lust aufs Wegfahren machen. Denn in den vergangenen Monaten waren Einbußen von bis zu -95% alltäglich. Mittlerweile geht's wieder bergauf. Und auch Frühbucher sind heuer gut beraten. Die Ausgangslage ist natürlich nicht zu vergleichen zu den Jahren zuvor, aber die Frühbucher sind trotzdem auch jetzt wieder dran, weil es interessante Frühbuchermöglichkeiten gibt. Extrembeispiel Einsparungen bis zu -40%, also man kann sagen 25-30% sind also üblich, wenn man jetzt bucht, bis Ende Jänner, bis Ende Februar. Das hat sich nicht geändert. Es hat sich schon auch geändert, dass die Preise jedenfalls nicht teurer geworden sind, sondern mit Sicherheit günstiger. Generell schon und dazu noch diese Frühbucheraktionen, die es durch die Bank bei großen Reiseveranstaltern gibt. Für Spontane wird es heuer schwieriger, denn Last-Minute-Angebote wird es 2021 wohl nur ganz wenige geben, vermutet Felix König von der Reisewelt. Warum? Weil die Reiseveranstalter üblicherweise dann Last-Minute-Angebote anbieten, wenn sie ihre Charterflüge nicht vollkriegen. Das sind also die verderblichste Ware für einen Reiseveranstalter. Und bevor der Flieger leer fliegt, gibt man preislich entsprechenden Rabatt. Fakt ist aber, buchen kann man derzeit überall hin. Mit Einschränkungen rechnet aber auch die Reisebranche noch für längere Zeit. Man weiß natürlich heute nicht, welche Länder bereisbar sind und welche nicht. Das berechtigt sowieso, wenn sie nicht bereisbar sind, zu einem kostenlosen Storno. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch Impfauswirkungen geben. Das heißt, es könnte sein, dass das eine oder andere Land sagt, okay, du kommst nur zu mir herein, wenn du Covid geimpft bist. Das kennen wir von afrikanischen oder asiatischen Staaten, wo man zum Beispiel Gelbfieberimpfungen verpflichtend gebraucht hat, um einzureisen. Und das könnte durchaus in Zukunft auch so sein, dass man das in anderen Ländern dieser Welt gerade bei Fernreisen benötigt. Wer heuer auf Fernreisen verzichtet, bestätigt einen jahrelangen Trend. Die Hälfte aller österreichischen Urlauber verbringt ihre Zeit nämlich am liebsten in Österreich.